Ansonsten kann ich das Teil auch nicht irgendwie oder damit interagieren, wie man das so schön nennt. Okay. Das wundert mich ein wenig. Dann kannst du gerade wieder runterfahren. Hopp. Auf geht's. Ach, das ist die. Jetzt habe ich irgendwas ausgelöst. Aha, das Tor geht auf. Und irgendwas habe ich hier ausgelöst gehabt. Aber da ist wohl eine Fehlermeldung, so wie es aussieht. Was hier? Ja, ziemlich dasselbe, nur dass hier mehr Flieger drin sind. Ich komme da nicht hin. In den Hangar komme ich? Ja, logisch. In dem komme ich auch von oben rein. Jetzt komme ich nicht in den hier. Warum auch immer. Jetzt habe ich das Tor wieder zugemacht. Das könnte... Ah, warte. Das ist immer noch nicht offen. Verflucht. Wie kriege ich denn das jetzt auf? Irgendwo muss das doch aufgehen. Ob ich alle Flieger erwischen muss, die dann da draußen rumgeflogen sind. Natürlich auch eine Variante, aber das glaube ich gerade nicht. Ach Mann. Ich bin schon wieder blind, so wie es aussieht. Eine verschlossene Tür mit Gitter darüber. Ich dachte, dass es weitergehen sollte. Als Tipp steht, man sollte die Tore immer schließen, wenn man dann selbst in den Hangar rein will. Sonst wird mal rausgesaugt, ist ja irgendwie klar. Nur die Frage habe ich, bin ich echt so blind, dass ich das Gitter übersehen habe? Weil hier ist kein Gitter. Hier auch nicht. Warte mal. Vielleicht habe ich auch an der falschen Stelle gelesen und ich bin schon weiter. Detention. Nein, ich war im richtigen Kapitel, habe das jetzt nochmal kurz zu Ende gelesen. Und irgendwie soll es hier ein Gitter geben, was ich benutzen kann, um mich irgendwo durchzumogeln. Ist nur die Frage, wo könnte dieses Gitter sein? Weil hier ist ja nichts. Hier auch nicht. Hier drin erst recht nicht, weil der Raum zu klein ist. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass vielleicht oben ein Gitter ist. Auf der...
Verschlossene Tür, Gitter drüber. Dann... Gott, ohne die Lösung wäre ich jetzt total aufgeschmissen. Ich weiß es auch nicht. Warte mal. Ach doch, ich dachte schon. Hier ein Gitter. Irgendwie ja nicht. Muss ich vielleicht noch weiter zurück? Dass das Gitter dann irgendwo... weil in dem Hangar gibt es ja jetzt an sich keine Gitter und in dem Parallel, also in dem gleich aussehenden Hangar sollte ja dann auch keine geben. What the... Okay, das wäre die andere Variante. Okay, ich glaube, ich habe ein Versteck gefunden. Ja. So brillant war dieses Versteck jetzt zwar nicht, aber... Ah, okay. Das waren die zwei Roboter, die da erwähnt wurden. Ich will ja eigentlich so nah an mir dran. Das Ding zerquetscht mich jetzt nicht. Ich halte mich mal kurz. Ah, das war's. Jetzt haben wir da eine Munitionskiste, die ich aber wohl nicht verwenden kann. Oh, das war definitiv... What the fuck? Definitiv zu... Oh, ich glaube, mein letztes Speichern war schon ein wenig her. Beim Jedi? Ach nee, hier, okay. Warum habe ich hier gespeichert? Ist ja auch wurscht. Interessiert ja eh keinen. Ja, aber... Gut, wäre ich jetzt nicht so... unbedacht gewesen, da drüber zu laufen, wäre ich jetzt wohl nicht weitergekommen. Sonst wäre ich auf der anderen Seite weiter. Wow, falsche Seite. Ah! Verdammt. Ich bin ja wahrscheinlich noch zerquetscht. Ah, Bacta-Tank. Sehr schön. Jetzt weiß ich auf jeden Fall... Also so einfach kann es gehen. Wow, verdammt. Ach du Kacke. Meine Fresse, sind die stark. Huhu. Ah, okay. Da läuft jemand rum. Das brauche ich gerade gar nicht. Ich würde mich da gerne erstmal etwas heilen. Und jetzt dürft ihr wieder. Wie cool das aussieht, dass es in den Boden fliegt. Das sieht doch genial aus, wie die alle gleichzeitig schießen. Und einfach überhaupt nicht treffen. Und jetzt wieder im Bogen über mich hinweg. Ich finde den Bogen gerade genial, deswegen laufe ich auch einfach rum. So, ich laufe jetzt so, dass die mich nur von vorne angreifen können. Alter, war das konzentriert auf einen. Holla die Waldfee. Wenn der sich gefangen hat und auf einen zielt. Ich meine, das waren 2, 4, 5 Kanonen, die der einfach mal so auf eine Person konzentriert hat. Ich weiß es jetzt ja auch nicht. Und jetzt kann ich nicht mehr entscheiden, oder was? Ah, da ist noch eine. Dann entscheide ich für einen. Da, den da. Oder den Sturmtruppler da drin. Das geht natürlich auch.
das denn jetzt? Wieso lag da denn einer? So, und jetzt am besten noch auf den da oben alles. Dann noch auf den da. Auf den noch. Das dürfte doch eigentlich gewesen sein. Na, und da oben ist noch einer. Ha, mein Gott, ist ja gut. Dann jetzt noch die zwei da oben. Also das nenne ich mal konzentriertes Feuern. Na, wenn der dich nochmal kurz fangen würde. Ja, funktioniert doch. Da dürfte meine Treffergenauigkeit mittlerweile auch um einiges gestiegen sein. Sind die offen? Ja, wahrscheinlich nicht für mich. Aber ich bin da reingekommen. Also geht's jetzt hier raus. Wäre jetzt so eine Vermutung, rein theoretisch. Ich weiß auch nicht. Könnte ja sein. Was ich mal gucken wollte eigentlich war Macht. Genau. Macht. Und dann... Ah, man muss hier über die Falltasten gehen. Angriff, Abwehr, Abwehr. Da haben wir es doch. Der Heli kann in einem großen Bereich Angriffe mit geistiger Geschwindigkeit abwehren und zum Angreifer zurücklenken. Ja. Also Stufe 3. Wenn der bei Stufe 3 schon so perfekt trifft, frage ich mich, ob es noch eine Stufe 4 gibt. Wo dann zu 100% wirklich alles trifft. Ist eben dann die Frage. War das jetzt so? Okay. Da gibt es nur ein bisschen Munition. Mal sehen, was es in dem Raum gibt. Ich meine, haben wir ja gerade erst aufgemacht. Da müsste es ja rein theoretisch jetzt. Hier soll es doch weitergehen, oder? Ach, Mann. Jetzt bin ich wieder in so einer Ecke, wo es dann doch nicht irgendwie weitergeht. Ah. Müsste ich nicht eigentlich nach oben oder so? Hm. Dann habe ich... Ich habe ja das jetzt aktiviert. Nee. Ach, da unten ist auch was aufgegangen. Aha. Man muss natürlich dann auch alles beachten. Ja, darauf habe ich jetzt natürlich... daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Nein, jetzt habe ich gerade mehr da. Eigentlich wollte ich meine Uhr umstellen für eine Stoppuhr, die ich eh nicht gestartet habe, auf die Zeit, damit ich das mal weiß. Weil wir haben mittlerweile 5 vor 10. Okay, ein bisschen Munition? Ah, oh, habe ich ja. Sehr schön. Direkt tot. Die Frage ist jetzt, komm ich da hinten dann jetzt... Ah, warte, kam ich nicht durch irgend so einen Gang? Und jetzt, was zur... Aha, man kann es also noch ganz zerstören. Ist natürlich auch eine Variante. Ja, nicht zerquetschen lassen. Das wäre echt bescheuert. Ja, da hinten ist kein Versteck, von daher... Was geht hier vor? So, jetzt bin ich im richtigen Hangar. Was geht hier vor? Das macht Spaß. Alter, das sind 100%, die der trifft. Wenn der Gegner sich natürlich nicht bewegt. Ich meine, das wäre ja ein bisschen zu viel verlangt, wenn man dann... Ja, treffen sollte, wenn der Gegner sich noch bewegt. Dann müsste man vorziehen und das allein zu programmieren wäre ja... Na, komm schon. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach, komm schon. Geht mir nicht auf die Mülle. So, jetzt ist erstmal da die Tür auf. Tschüss. Weg. Und jetzt geht da wieder die Tür hoch. Und jetzt habe ich hier meinen Spaß.
Tür auf und hasta la vista. Hui.